Eines der beliebtesten Gerichte zu DDR-Zeiten und natürlich auch heute noch bei Groß und Klein, vor allem aber bei Klein, bestand aus Jachtwurst, Tomatensauce und Nudeln. Es ist noch immer und inzwischen auch in Westdeutschland bekannt als DDR-Schulessen. Nudeln mit Tomatensauce und Jachtwurst. Ein schnelles und leckeres Essen und wie das zubereitet wird, das zeige ich euch in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Für 4 Personen benötigt ihr folgende Zutaten. 350 Gramm Nudeln, zu DDR-Zeiten wurden meist Makaroni verwendet. Ich habe hier Penne Rigate genommen. Des Weiteren braucht man 350 Gramm Jachtwurst, eine Zwiebel, 20 Gramm Butter und ein Glas eingekochte DDR-Tomatensauce. Bei mir waren das 650 Milliliter. Selbstverständlich gibt es eine Anleitung zur DDR-Tomatensauce, wie man die einkocht. Dieses Video findet ihr hier oben. Wenn man die Soße schon fertig hat, ist der Rest der Zubereitung ganz einfach. Die Wurst in Würfel und die Zwiebel in feine Würfelchen schneiden. 20 Gramm Butter in einem Topf zerlassen und darin die Zwiebeln und die Wurst anbraten. Dann kommt die fertige Tomatensauce hinzu. Die Nudeln kochen, abschütten und anrichten und dann sieht das Ganze so aus. Weitere Rezepte aus der ehemaligen DDR findet ihr hier oben in dieser Playlist. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.